Ich, Johannes, bin 58. Manuel, mein Sohn, halb so alt wie ich. Er fragte mich eines Tages: Gehen wir einen Weg gemeinsam, einen wirklich weiten? Er war überrascht, als ich spontan zusagte. Ich selber eigentlich auch. Ob es gut gehen wird, ob wir uns so lange aushalten werden, wissen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Zelte. Aber die Dynamik der Vater-Sohn-Beziehung interessiert uns beide. Wir finden 77 Fragen dazu, die sofort ans Eingemachte gehen. Die nehmen wir mit. Vielleicht führen sie uns ins Gespräch mit anderen Söhnen, anderen Vätern. Auf alle Fälle wollen wir radikal ehrlich miteinander sein. In jeder Lage. Wir entscheiden uns für den Israel National Trail. 1000 Kilometer durchs ganze Land. Das müsste in 3 Monaten machbar sein, mit etwas Raum für Erholung und Kultur. Mehr als die Hälfte des Weges führt durch die Negev-Wüste. Und Wüstensehnsucht haben wir beide. Wichtig war uns, dass keiner von uns das Land bereits kennt. Neues, gemeinsam entdecken, darum geht es uns. Kannst mal ordentlich lachen? Ich glaube, du hältst es schief. Dein Kopf ist schief. Halt deinen Kopf recht. Wir wollen unser Projekt mit nur minimaler Ausrüstung dokumentieren. Unsere beiden gebrauchten Smartphones müssen reichen. Wir gehen davon aus, dass sie den Sand der Wüste, das Salz vom Toten Meer und die Hitze Israels überstehen werden. Das sind alles Salzbälle. Unglaublich. Am 28. Februar 2019 sind wir am Weg zum Flughafen. Unsere Rucksäcke haben ein Basisgewicht von etwa 8 Kilogramm. Darin ist alles enthalten, penibel abgewogen, vom zerschnittenen Handtuch bis zum Kocher. Wüsste Manuel zu diesem Zeitpunkt, wie stark er in seiner Geduld gefordert sein wird. Er hätte die Abfahrt vielleicht verschoben. Wüsste er jedoch bereits von seiner erwachenden Liebe zu Höhlen, er wäre wohl schon längst dort. Und ich? Ich werde sehr berührt sein von Begegnungen. Manchmal werde ich vor Müdigkeit mein Zelt nicht mehr aufbauen können und weiß noch nicht, dass ich mehrmals Abwasserrohre zu durchkriechen habe. Aber beide spüren wir. Wir stehen an einem besonderen Punkt in unserem Leben. We need some Purim, all Israeli said. Otherwise we get really, really mad. You know it's the same when the weather turns bad. Then we get tired and stay in bed. Schwäche ist. Hat einen Schwächeanfall. Mal schauen, was draus wird. Nicht viel drüber reden, jetzt gehen wir mal weiter.
Die erste Hürde, die wir zu nehmen hatten, war die Grenze. Die Grenzfrage, nicht nur zwischen Israel und den etablierten Staaten rundum, zwischen Israel und den Autonomiegebieten, sondern auch im Land selbst. Schon in den ersten Tagen begegnen uns Zäune, Absperrungen auf Schritt und Tritt, rund um eine Siedlung in der Negev-Wüste, um Schulen, Wasserspeicher, Gasleitungen und Solaranlagen. Und dann in unseren ersten Gesprächen. Was ertrage ich als Vater in meiner Beziehung zu meinem Sohn nicht? Der Besitzer des B&B sagte über seinen 19-jährigen Sohn, er will nicht zur Armee und er will dafür eine Lüge gebrauchen. Das halte ich nicht aus. Where is the border? Where is the limit in relationships? So kamen wir im Regen in Tel Aviv an. Es kam zu eigenartigen Situationen. Beim Umsteigen im Busbahnhof kontrollierten uns Soldaten genau, bevor wir eintreten konnten, wie auch im Supermarkt. Sie fragten uns nach Waffen und Messer, und unser gemeinsames Schweizer Sackmesser hatte bedenkliche Gesichter und ein Telefonat zum Officer zur Folge. Wir mussten es im Rucksack verstauen. In der Halle konnte man sowohl Schweizer Taschenmesser als auch Macheten, Nunchucks, kaufen. Und überall standen Dutzende Soldaten und Soldatinnen herum auf dem Weg zur Base oder nach Hause, jeder mit seiner MP und scharfer Munition. Alle jung, 18 vielleicht. Gerade gestern erklärte uns ein ganz netter israelischer Hiker, der den INT, den Israel National Trail, Schwill genannt, alleine unternimmt, wie wichtig das Militär für die Persönlichkeitsentwicklung und das Verantwortungsbewusstsein der jungen Israelis sei. Es geht gleich um Existenzielles. Das lernen sie nicht auf Partys in Tel Aviv, sagte er. Und es sind ja nur 2 bis 3 Jahre. Beim Autostoppen auf der Wüstenhighway nach Süden zum Ausgangsort Eilat sprachen wir mit einem anderen Israeli, 27 Jahre. Bei der Frage nach seinen Militärerfahrungen stockte er. Er hatte Freunde im letzten Gazakrieg verloren. Sein Trauma war spürbar. Er konnte nicht weitersprechen. Die Wüste, die Negev-Wüste, hat eine Weite, eine Stille, einen Sternenhimmel, wie ich es vorher noch nicht erlebt hatte. Und eine Unerbittlichkeit. Wir wussten aus unseren Vorbereitungen, dass wir manchmal für Tage kein Wasser finden werden, aber 5 bis 6 Liter pro Person und Tag unbedingt brauchten. Kaum Schatten. Wir trafen Chaim, einen Wasserverstecker in seiner Siedlung in der Negev. Wir besprachen uns mit ihm und unsere Tagesetappen durch den Wüstenteil des Trails, also für die ersten 3 bis 4 Wochen. Gibt es Campsites mit Wasser? Er wird uns Wasser an 11 Plätzen verstecken und Essen an einem Ort. Dazwischen gibt es manchmal eine Oase. Alles andere müssen wir tragen. Werden wir unsere Orakelfragen einsetzen können? Bis jetzt ja und nein. Schon unser erstes Abendgespräch bei Manuels Freunden in Tel Aviv führte uns ins Zentrum. Was the trust in your father, son, ever challenged? Why? In den ersten Tagen zeigte sich, die Hürde des Fragestellens ist nicht die Sprache, sondern die Öffnung durch Vertrauen. Selbst nach 3 Tagen gemeinsamen Weges durch die Wüste antwortete unser israelischer Mitwanderer auf die Frage nach der Beziehung zu seinem Vater, it's good. Das war es dann auch. Der Schwill ist bis jetzt ausgezeichnet angelegt. Technisch für mich manchmal anspruchsvoll bei Kletterstellen, aber machbar. Und erstaunlich, nach ein paar Tagen beginnen wir uns an die Distanzen zu gewöhnen.
Jeder Tag war komplett anders, mit besonderen geologischen Formationen, Sandstein, Granit, Kalk, Sanddünen und Steinhochplateaus in allen Farben, Canyons und Bergfluh wie im hochalpinen Bereich. Wir haben auch große Ammonitenversteinerungen gesehen. Wir haben uns mit Essen und Trockennahrung und Trockenfrüchten reichlich eingedeckt und zu viel dabei. Wir brauchten bis jetzt nur einen Teil davon, weil wir durch die große, warmherzige Gastfreundschaft von Mitwanderern, meist jungen Israelis nach dem Militärdienst, immer wieder zum Essen eingeladen worden sind. So wurde gemeinsam gekocht und gegessen. Alles wird geteilt und das Essen ist wunderbar und vielfältig, sowohl im Flugzeug, in Tel Aviv, in der Wüste und in den Oasen. Welche aktuellen Themen begannen in den ersten Tagen zwischen Manel und mir zu keimen, wie die ersten Frühjahrspflanzen in dem feuchten Sand mancher Wadis? Die Frage nach dem Flow, den Fluss des Lebens. Wie kommen wir aus dem ausgedacht Planerischen heraus in eine fließende Gegenwart hinein? Kannst du mein Wächter für diese Frage sein? Oder hilf mir, dass ich in den Begegnungen nicht ausfließe und mich dann nur mit überraschter, abrupter Antipathie wieder zu mir selbst retten kann. Bis jetzt sind wir erstaunt, wie viele Menschen unterwegs sind und wie schnell wir doch zu Kernfragen des Lebens vorstoßen. We really are on the way. Wir waren zu dritt in einem Nightcamp mitten in der Negev-Wüste. Es war Neumond, der Himmel sternenübersät, kein Laut regte sich. Nach dem Essen saßen wir lange, vollkommen ruhig und lauschten der Stille. Eine Wüstenmeditation. Wenn die äußere Stille zur inneren wird, beginnt sie zu sprechen. Wie kann man sich so ein Nightcamp vorstellen? Nightcamps sind ebene, vorbereitete, meist geschützte Stellen in der Wüste, an denen Campieren erlaubt ist. Sie sind manchmal 20 oder mehr Kilometer voneinander entfernt. Jede Vorstellung europäischer Campingplätze muss man hinter sich lassen. Es gibt meist kein Wasser dort oder irgendwelche sonstigen Einrichtungen. Die Wasserverstecke haben wir bis jetzt meist gut finden können. Chaim schickt uns per WhatsApp ein Bild, eine Beschreibung und eine GPS-Position und die Flaschen sind in Gebüschen, unter Sandhaufen oder in vorbereiteten, verrosteten Tonnen mit Vorhängeschloss und Zahlenkombination in trockenen Bachläufen versteckt. Wir nehmen meist 5 bis 6 Liter pro Person mit. Ich habe sicher jetzt eine Viertelstunde lang gesucht bei dem. Ich glaube, wir nehmen 6 Liter hier, oder? Wir treffen in den Wadis immer wieder auf eine erstaunliche Blütenvielfalt. Dann stehen wir in gelbem oder violett-weißem Frühlingshauch, ganz verzaubert. Dazwischen vergehen Stunden ohne jede Vegetation.
alles weh. Etwas stimmt mit meinem Schuh, stimmt das nicht. Und wir müssen da auf der Panzerpiste 30 Kilometer laufen. Gestern Ruhetag und heute ist alles gekostet. Wir kommen an ein bis zwei Tagen deutlich an unsere Grenzen. Dreckig, staubig, vollkommen verschmutzt und verschwitzt, bei Temperaturen jenseits von 30 Grad in der prallen Sonne, 30 Kilometer Weg mit 17 Kilo Gepäck. Schulterzuckend und resignierend beobachten wir, wie unsere neue Ausrüstung bereits nach 2 Wochen aussieht wie nach 2 Jahren Gebrauch. Am Ende des Tages noch ein Sandsturm, der uns entgegenbläst. Die untergehende Sonne wird zu einem weißen Ball, die ganze Atmosphäre ist gelblich, der Staub in unseren Augen und Ohren. Der Wüstenwind zerrt und rüttelt an den Zelten. Jeden Morgen läutet der Wecker um 4.30 Uhr. Die Nächte sind oft deutlich kühler als gedacht und es fröstelt uns manchmal im Schlafsack, trotz des Zeltes. Blasenpflaster könnten wir mehr gebrauchen. Wie sind wir froh um unsere Seile, mit denen wir und die israelischen jungen Männer eine Art Seilbahn durch den engen Barak Canyon bauen können. Mit ihren Karabinern schieben wir und hieven wir die schweren Rucksäcke über das eisige Wasser in den Pins, die wir durchwaten und durchschwimmen müssen. Der Winter war regnerisch. So wie von der landschaftlichen Vielfalt der Negev-Wüste und den physischen Anstrengungen sind wir von den Begegnungen überwältigt. Nicht nur einmal liege ich nachts wach und habe Tränen in den Augen. Wie ist das alles möglich? Am Wege ergeben sich Gespräche mit den jungen Israelis, mit denen wir unterwegs sind. Die Jungs ziehen zwar Fragen, sind aber bei den Antworten etwas zurückhaltend. Die Mädchen steigen schneller ein. Als Manuel selbst die Frage zieht, "How do you deal with criticism of your father?", antwortet die eine, "If my father criticizes me, I always start crying." Die andere sagt, "My father has critics on me very often. He asked what I want to become. I said, I want to become prime minister because this country really needs a change. He only said, you are not good enough for that. Maybe your brother can do it." Manuel und ich bewegen interessante Fragen. Darf man Geheimnisse haben? Ja, braucht es Geheimnisse? Oder ist man einfach zu feige, um sich alles sagen zu können? Einmal wendete sich eine Israelin spontan um und sagte, "You know, I would never hug my father." Wir sind etwa bei der Hälfte des Israel Trails angelangt, den wir von Eilat am Roten Meer aus nach Norden folgen.
Im Westen die Sinai-Halbinsel, Ägypten. Ostwärts begleiten uns die Berge Jordaniens, dann das Tote Meer. Momentan bewegen wir uns zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen. Die großen Städte Jerusalem, Tel Aviv und Haifa liegen noch vor uns. In Mizpe Ramon, bevor wir ins letzte Drittel des Wüstenabschnitts aufbrachen, führten wir einen spontanen Männerworkshop durch. Wir waren zu acht, alles Männer zwischen 20 und 30 und ich als einziger anwesender Vater. Wir erzählten uns gegenseitig unsere Gefühle und Gedanken. Es war sehr besonders. Ein Hörraum, ein Mitfühlraum entstand und berührte uns tief. Es war wie in Oriah Mountain Streamers Gedicht The Invitation. I want to know if you can live with joy or pain, mine or yours. Einer sagte, ich wünschte, dass mein Vater mir geholfen hätte, meine Brücke zu bauen. My bridge, not the bridge that he considered as the right one. Manuel und ich bewegen mehrmals die Frage, warum es so schwer sei, selbst in der Wüste zu sich zu kommen und Raum und Zeit für sich zu finden. Die Wüste, unerbittlicher Spiegel. Die zentralen Etappen des Wüstenweges sind durch eine große landschaftliche Dramatik gekennzeichnet. Es geht durch recht einsame Gebiete in anspruchsvollem Gelände mit mittelschweren Kletterstellen auf griffigem Stein, über Leitern und über teilweise recht ausgesetzte Abstiege von den Gipfeln in die Wadis und in die kilometerlangen riesigen Erosionskrater, die zu durchqueren sind. Schwindelfreiheit ist die Voraussetzung. Das Essen muss für mehrere Tage mitgetragen werden. Als dieses beginnt zur Neige zu gehen, treffen wir unvermittelt auf eine Gruppe älterer Israelis, die eine gemeinsame Wüsten-Jeep-Tour unternehmen. Sie laden uns zum Kaffee ein und versorgen uns mit Vorräten. Einmal entdecken wir, dass die Tonne, die unsere neuen Wasservorräte enthalten sollte, aufgebrochen und geplündert worden ist. Zum Glück hat das Telefon Empfang. Unser Wasserverstecker erreicht mit seinem 4x4-Jeep unser Nightcamp um 1 Uhr früh und hat frisches Wasser dabei. Beim Weiterwandern müssen wir mehrmals die Bahnlinie in niedrigen Tunnels unterqueren. Als Regen und stürmischer Wind angesagt wird, scheinen wir plötzlich ganz alleine auf dem Trail zu sein. Die israelischen Hiker ziehen sich in die umliegenden Siedlungen zurück, um dort den Wetterumschwung abzuwarten. Wir sind da beim Little Crater, das ist eigentlich Stellen in der ganzen Negev-Wüste. Der Weg geht sehr steil hinunter und man muss sehr aufpassen, dass man nicht rutscht. Und es ist Wind und ganz leichter Regen. Brauch noch den Spoon, die Spork zum Umrühren. Hast du den irgendwo? In der folgenden Nacht werden unsere Zelte von einem starken Gewitter mit Bögen, Winden und Platzregen einem Härtetest unterzogen. Das Wasser beginnt unter Manuels Zelt durchzufließen. Dann habe ich mal gedacht, so eine Nacht und ein Hummus-Restaurant muss mehr. Ja, wenn man das aushalten. Doch die nächste Nacht wird die schwierigste des bisherigen Weges.
Wir zelten, vor den Winden geschützt, in einer Mulde neben einem schmalen Wadi und einem Berghang. Nachts gegen 11 Uhr hören wir in unmittelbarer Nähe Stimmen und Maschinengewehrsalven wild wie unkontrolliert herumschießen, offenbar aus dem engen Wadi nebenan. Erstarrt liegen wir in unseren Zelten. Wir sind ganz sicher außerhalb der militärischen Firing Zone. Später meinen unsere Freunde: "These were crazy Bedouins. They steal guns from the army." Unsere romantisierenden Vorstellungen der Beduinen müssen wir auch sonst schnell aufgeben. Die Zelte sind Blechhütten gewichen. Der Abfall rundum ist bedrückend, ob Plastikflaschen, Benzinkanister, Hausrat, Autoreifen oder Autowracks. Eine israelische Hikerin musste sich in Sicherheit bringen, als sie unten im Wadi wanderte und von der Überlandstraße oberhalb aller möglicher Müll nach unten geworfen wurde. Nach einem Monat Wüstendurchquerung kommen wir in Arad an. Noch überwältigt uns die Zivilisation. Wir nehmen Kontakt zu unseren Mithikern, die noch in der Wüste unterwegs sind, auf. Wir haben es geschafft. Ihre Reaktion nachts auf WhatsApp. Manuel, you are so crazy, you guys. Did Johannes survive? He's probably very hungry and sad. and hungry, and you made him go in the cold desert. You guys are a real desert man now, yeah. That you survived the rain and the collapsing tent, and it's crazy. Weiterwandern trafen wir nun in uralter Kulturlandschaft, begünstigt durch die geologischen Verhältnisse, Höhlensysteme an. Sie wurden als Zisternen ausgebaut, dienten als Unterschlupf und bildeten älteste menschliche Siedlungsstätten. Inmitten eines Dorfes gab es eine natürliche Höhle, die von Hikern des Trails zur Übernachtung genutzt werden durfte. Am Wüstenabschnitt des Schwil Israel hatten wir erlebt, wie die äußeren Verhältnisse die Begegnung begünstigen. Was dem einen mangelte, glich ein anderer aus. Man war verstärkt aufeinander angewiesen. Über Wochen hatten wir unsere Mitwanderer auf den Campsites und in den Oasen wieder angetroffen. Wir wurden miteinander vertraut und wir fanden die Bezeichnung Tremely, gebildet aus Trail und Family, sehr passend. Instant hair repair. Desert repair works always. Die Landschaft war über eine Halbwüste in ein Steppengebiet und Grasland übergegangen. Überall wogende Getreidefelder. Und dann, nach einer Hügelkuppe, durchqueren wir plötzlich einen riesigen Wald. Vor etwa 60 Jahren hatte man begonnen, ihn zu pflanzen, um die Ausdehnung der Wüste nach Norden zu stoppen. Und wir spüren die gewaltige Pionierkraft dieses Landes.
Langsam gewöhnen wir uns wieder an den erhöhten zivilisatorischen Komfort. Der Shop einer Tankstelle übt auf uns eine magische Anziehungskraft aus. Wir werden von nun an bis in den Norden hin häufig von sogenannten Trail Angels, also Wegengeln, eingeladen. Diese nehmen Wanderer unentgeltlich auf und stellen ihnen einfache Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Immer wieder wird für uns gekocht und Lebensmittel werden uns auf den weiteren Weg mitgegeben. Wir dürfen an Familienfeiern teilnehmen und sind von der Gastfreundschaft schlicht überwältigt. Die meisten Siedlungen sind von Stachel- und Elektrozaun umgeben. Wir müssen kilometerlange Umwege in Kauf nehmen, um den einzigen kontrollierten Eingang zu finden. Manchmal waren wir nicht sicher, sind wir eigentlich drinnen oder draußen. Mit israelischer Direktheit überwinden wir Hindernisse. Unvermittelt stehen wir an der meterhohen Grenzmauer zur Westbank. Ein beklemmendes Gefühl. Der Gazastreifen im Westen ist manchmal nur 15 Kilometer entfernt. In diesen Tagen steigen die Spannungen mit dem Gazastreifen. Es gibt gegenseitige Raketenangriffe, von denen wir auf unserem Wegabschnitt direkt nichts wahrnehmen. Einen jungen Israeli sprechen wir auf den festgefahrenen Konflikt an. Er antwortet, "You know, I believe for sure, one day we'll manage to live together in respect." Flott und etwas ehrgeizig sind wir unterwegs. Wir gehen bis 37 Kilometer pro Tag. Nachts heulen unheimlich die Schakale. Mein linker Fuß beginnt zu schmerzen. Wir nehmen das nicht wirklich ernst. Haben wir doch den anspruchsvollen Wüstenabschnitt bereits hinter uns. Was wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wissen, ist, dass unser übertriebener Ehrgeiz und unsere Ignoranz das Zuendegehen des Trails real in Frage stellen werden. Warum soll man das nicht verwenden? In den judäischen Bergen treffen wir auf eine siebte Klasse. Ein bewaffneter Guard ist auch dabei. Die Kinder nehmen neugierig Kontakt mit uns auf und ziemlich schnell kommt die Frage, "Is there a country without war?" Zwischen Tel Aviv und Haifa führt der Weg tagelang am Mittelmeer entlang. Geschichtsträchtige Ufer. Hier landeten einst Griechen, Römer, der Apostel Paulus und später die Kreuzfahrer. Die Strände werden an den Osterfeiertagen von Jung und Alt rege genutzt. Jerusalem hatte uns mit seinem Gassengewirr, dem großen Markt, den vielen kleinen, lebendigen Restaurants und seinem Tourismusfieber aufgenommen. Kommst du mit hinein oder nicht? Es war für uns schwierig, bei all dem Gerummel und Geschiebe an den heiligen Städten der besonderen spirituellen Atmosphäre des Ortes nachzuspüren.
Die Suche vieler Gläubiger nach Bestätigung und Anbindung ihres Glaubens an äußere materielle Zeichen, sei es eine Felsplatte, ein Stein oder eine Stützmauer, befremdete uns. Auf den ersten Blick treffen hier drei Weltreligionen auf engstem Raum scheinbar recht friedlich aufeinander. Doch es gibt harte Grenzen, die sich in der meterhohen Grenzmauer manifestieren. Die Angst vor gegenseitigen Übergriffen ist latent spürbar. Weil mein schmerzender Fuß zur Ruhe mahnte, bestiegen wir den Bus, passierten die israelischen Checkpoints und durchquerten das Westjordanland Richtung Jericho und machten Halt am Zeltplatz von En-Gedi, einer Oase am Toten Meer. Wir waren am tiefsten Punkt der Erdoberfläche, ca. 425 Meter unter Meer, angekommen. Am Ufer des Toten Meeres suchen wir natürliche, heiße Quellen auf. Im Wasser ist es einfacher zu floaten, statt zu schwimmen. Überall Salzausblühungen und Kristallbildungen. Die besondere Atmosphäre, der schwefelreiche Schlamm, ein Ort zum Kuren und Heilen. Doch das Tote Meer stirbt. Der Wasserspiegel sinkt infolge zu starker Nutzung und mangelnden Zuflusses jährlich etwa um einen Meter ab. Das Ufer ist bereits kilometerweit verschoben. Wir haben den Eindruck, in einer apokalyptischen Zone zu sein. Ist das ein Vorgeschmack im Kleinen, was auf die Erde als Ganzes zukommen wird? Wir sitzen buchstäblich fest. Nach 2 Tagen dämmert uns, dass die Heilung des Fußes auch bei Schonung länger dauern kann. Die Schmerzen werden auch nach 4 bis 5 Tagen nur wenig besser. Enttäuscht stellen wir fest, dass unsere Freunde bereits eine Woche am Trail voraus sind. Unsere Gemütsstimmung reicht von Schuldgefühlen mit schlechtem Gewissen bis Ungeduld und innerem Widerstand. Well, I'm below sea level, I can't talk now. Dann beginnen wir langsam die Situation zu akzeptieren. Gelassenheit stellt sich ein. Yeah, it's really amazing. It's the deepest depression of the world, you know? Nach über einer Woche wagen wir wieder die ersten Schritte am Trail. Von Jerusalem nach Tel Aviv sind es etwa 4 Tagesetappen. Der Fuß ist nicht wirklich geheilt. Wir sind deutlich langsamer und auch relativ unsicher unterwegs. Werden wir den Weg zu Ende gehen können? Inzwischen sind wir in neuer Frische über 100 Kilometer weiter. Wie ist es dazu gekommen? Wir bekamen einen Hinweis, dass Manuels unregelmäßiges Asthma mit Bienengift geheilt werden könnte. So suchten wir eine Therapeutin auf, als der Weg in der Nähe vorbeiführte. Im Test reagierte Manuel auf geringe Giftmengen zu sensitiv und sie wollte mit der Therapie nicht beginnen. Stattdessen setzte sie mir eine Biene am schmerzenden Fuß an. Das Ergebnis war erstaunlich. Schon am nächsten Tag waren fast alle Schmerzen weg.
Fasziniert und aufmerksam bemerkte ich in diesen Wochen, wie die Aufgabe der Wildnistherapie auf Manuel zukam. Wir trafen verschiedene Nature Guides und Menschen mit stark therapeutischem Interesse an. In der Wildnistherapie geht es darum, elementare Erfahrungen in der Natur zu ermöglichen und die Naturbilder als Anregung für den eigenen Entwicklungsweg zu erfahren. Berührt waren wir von einer Amerikanerin, die durch eine belastete Kindheit und Jugendzeit hindurchgegangen war und der so eine Wildnistherapie in der Wüste Nevadas buchstäblich das Leben gerettet hat. Like they loved me when I didn't know how to love myself, like when I didn't feel worthy of like being alive or see any things that were great about myself. Like they pointed out to me what we call their seeds of greatness. And like by looking at the things that were great about me, I like grew this like huge tree. Like it, well, at that time it was a small tree. Eines zeigte sich: Die Wüste war eine klare Hilfe zur Verwesentlichung. Nun führt uns der Weg abwechslungs- und ablenkungsreich entlang der Mittelmeerküste nach Norden. Das Wesentliche muss jetzt stärker von innen ergriffen werden. Nach 80 Tagen erreichen wir überglücklich den Kibbutz Dan im Norden Galiläas, ganz nah der libanesischen Grenze. 1009 Kilometer Trailweg und viele Kilometer Seitenwege liegen hinter uns. Wir können es selbst kaum glauben. Gerade diese letzten Tage waren begleitet von intensiven Gesprächen, nicht nur über diese berührende Reise. Noch Unbesprochenes aus unserer beider Kindheit drängte ins Bewusstsein und wir teilten tiefe innere Erfahrungen. Ohne die heilenden Kräfte des Bienengiftes wären die letzten 300 Kilometer des Schwil Israel nicht mehr möglich gewesen. Nach der Mittelmeerküste führte er in die Gebirge Galiläas, das Karmel, Mount Tabor, zum See Genezareth, dann Richtung Mount Hermon, der mit den Golanhöhen die Grenze zu Syrien bildet, an seinem Fuß die Quellen des Jordans. Wir hatten uns das letzte Drittel des Weges leicht eher als einen langen Spaziergang vorgestellt, nach dem, was hinter uns lag. Das Gegenteil war aber der Fall. Wir hatten den Frühling erwartet, fanden jedoch bereits eine heiße, drückend, hart, spitzig, stechende Sommerstimmung vor. A heat wave from Monday to Friday. Jetzt ist es schon bis Freitag. Nein! Also, heute 38 Grad, morgen 40 Grad, Mittwoch 40 Grad. Da steht unseasonably hot. Ich beginne zu zweifeln, aber ich möchte jetzt nicht aufgeben. Ich müsste einfach mega früh aufstehen. Ob ich das schaffe, ist was anderes. Die enorme Hitzewelle mit tagelangen Temperaturen bis fast 40 Grad machte uns enorm zu schaffen. 2 Monate früher hatten wir in der Wüste meist Idealtemperaturen vorgefunden. Nun begannen wir die Gefahren der Dehydrierung und Überhitzung des Körpers zu erfahren. Wir spürten, wie das Denken langsamer und unklarer wird, wie man beginnt, desinteressiert und apathischer zu werden,
wie der Urin drastisch abnimmt und dunkler wird. Wir merkten auch, dass unsere Grenzen enger werden, Reizbarkeit, Ungeduld, Engheiten zwischen uns nahmen zu. Wir mussten uns anpassen. 6 Liter Wasser pro Person und Tag tragen, jede Trinkwasserquelle war willkommen. Und die frühen Morgen- und Abendstunden mussten zum Gehen genutzt werden. Erschwerend kamen neue Schuhprobleme dazu. Manuels zweites Paar, in Jerusalem erstanden, erwies sich nach 150 Kilometern als ungeeignet. Teile der Sohle brachen. Der Schuh bot bei Kletterstellen zu wenig Halt. Bei 42 Grad Hitze stoppten wir zu einem Sportgeschäft, um geeigneteres Schuhwerk zu finden. Wir konnten die Hitzetage nicht einfach abwarten, sondern hatten den Fokus zu halten, wenn wir doch bis dann kommen wollten. Glücklicherweise fanden wir immer wieder Bachläufe, Naturpools und zunehmend klareres und kälteres Wasser zur Abkühlung vor. Und wir zelteten an einsamen, stimmungsvollen, baumgeschützten Plätzen. Wir haben eine außergewöhnliche Reise hinter uns, mit besonderen, nie erwarteten, inspirierenden Begegnungen. Begegnungen mit einem Land, das man sich vielseitiger gar nicht vorstellen kann, als seien die Landschaften der Erde auf engstem Raum zusammengeschoben. Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen, die in vielseitigsten Kulturtraditionen stehen. Nichts lässt sich pauschalisieren. Wir wurden in unseren Urteilen sehr zurückhaltend. Es stimmt das eine, aber auch das Gegenteil ist wahr. So blicken wir zurück mit einem See voller Dankbarkeit auf die Weitherzigkeit, die Offenheit, und die überwältigende Gastfreundschaft, die wir immer wieder angetroffen haben, und auf eine Direktheit, die wir sehr schätzen lernten. Wir wurden immer wieder mit der Frage konfrontiert, was ist wirklich wesentlich? Manuel fasste seinen Eindruck mit den Worten zusammen: Das war die tollste, vielseitigste, anregendste Reise meines Lebens. Auf den letzten Kilometer des Trails waren wir schließlich bei der Formulierung neuer Wächterfragen angekommen, wie: Kannst du Begleiter meines Heilimpulses sein? Frage bitte auch nach der Leichtigkeit und nach der Spielfreude im Alltag. Oder die: Hilf mir, den Fokus auf die Naturbildtherapie zu richten. Bitte begleite meine Bemühungen zur Wandlung des harten Willens in einen sanften. Hey. I'm so proud of you. Wow. Oh, it's so great. Thank you so much for everything.